Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und ich spiele leider kein Pokémon Go. So, und vielleicht eins direkt vorweg, das soll jetzt kein zwingendes Hate-Video sein, auch wenn ich es zwischenzeitlich wirklich gehasst habe. Und dabei habe ich gar nicht so sehr das Spiel gehasst, sondern einfach das Verhalten der Spieler auf Twitter und Facebook. Denn in der Tat war meine Timeline so dermaßen damit vollgespammt und vollgemüllt, dass eigentlich konnte ich 2 Tage lang Twitter auslassen. Ich glaube, Twitter war noch schlimmer als Facebook, weil die ganzen Leute einfach nur noch über Pokémon Go getweetet und gepostet haben und über nur noch welche bunten Tierchen sie gefangen haben. Ich glaube, kann das sein, dass noch die Server down sind? Vorhin hieß es, sie gingen wieder, aber ich habe hier momentan keine Verbindung zum Server. Ich selber habe bereits ein Pokémon gefangen in meiner Küche. Angeblich waren 3 zu sehen. Und wo das jetzt so wirklich in aller Munde ist und wo ich wirklich irgendwie 2, 3 Tweets rausgehauen habe, wo ich gesagt habe, ich setze euch alle auf die Todesliste, habe ich gedacht, ich mache dann auch mal, oder ist das vielleicht ein Thema zum Daily Vlog. Was ich immer ganz lustig finde, dass sich momentan wirklich jeder auf diesen Zug hängt. Genauso im Grunde genommen könnte man jetzt sagen wie ich, weil ich auch noch meine Meinung dazu sage. Aber dass sogar die etablierten Medien ständig anscheinend nur noch zu schreiben, zu posten scheinen, sowas wie Pokémon Go Spieler abgestürzt, vor Zug gelaufen, von der Klippe runtergestürzt, 2 Leute habe ich heute gelesen. Dann habe ich gelesen, 2 Leute hier in Deutschland, glaube ich, auf ein Truppenübungsgelände, wo gerade mit scharfer Munition geschossen wurde, sind da rumgelaufen, haben halt diese Warnung und die roten Fahnen irgendwie, haben gedacht, ja, da jag ich jetzt lieber den neuen, ich weiß noch nicht mal, ich kenne nur Pikachu. Jetzt Schande über mich. Und ich habe auch schon so kleinere Diskussionen auf Facebook gehabt, die ich dann leider so im Keim ersticken musste, weil das eigentlich relativ blödsinnig ist, sich über ein Spiel zu streiten. Punkt 1! Das wäre eigentlich schon Punkt 2. Punkt 1 war ja vorhin, das soll kein richtiges Hate-Video sein. Also Punkt 2 wäre, wenn die Leute Spaß dran haben, dann hey ho, let's go, dann sollen die halt Spaß haben. Ich glaube auch nicht, dass es momentan so überdramatisch ist, dass wirklich ständig irgendwo Leute abstürzen, auf die Autobahn laufen oder sonst irgendwas. Das kann natürlich passieren. Gar keine Frage, dass jemand... ich habe so ein lustiges, betrunkenes Video von irgendeinem gesehen, der so besoffen irgendwie, ich gehe nur Pokémon jagen und so, das sieht man natürlich auch. Auf der anderen Seite habe ich auch schon ganz schöne Geschichten gehört, das war mal wieder von Rainer Schauder, schönen Gruß an der Stelle, der ganz einfach gepostet hat, dass er mit irgendwie 3 wildfremden Leuten irgendwie mit dem Auto noch irgendwo in den Stadtpark gefahren ist, weil die auch auf der Pokémon-Suche waren und die gesagt haben, boah, da hinten ist noch eins, willst du irgendwie mitkommen oder so. Das fand ich sehr sympathisch, worauf ich dann gedacht habe oder gepostet habe. Wann es denn wohl das erste Pokémon-Baby gibt, wo sich 2 Leute beim Pokémon-Suchen irgendwo in der Altstadt in Düsseldorf getroffen haben und gesagt haben, die große Liebe, ich werfe jetzt keinen Pokéball auf dich oder wie auch immer. Mir wurde dann vorgeworfen, ich hätte es ja noch nicht mal probiert, den schlimmsten Vorwurf habe ich eigentlich auf Facebook privat erlebt, dass jemand gesagt hat, ich als Spielejournalist müsste mich ja damit auskennen. Und Spielejournalismus ist für mich nun mal ein Schimpfwort. Ich glaube, mein Akku ist leer. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Und ich bin da hin und her gerissen. Ich glaube auch als erstes nochmal, dass dieser große Hype, den momentan dieses Spiel erlebt, in ein paar Wochen wieder vorbei sein wird, dass sich jetzt alle nostalgisch nochmal an ihre Kindheit erinnern und dass man so sagt, boah, das habe ich so geliebt als Jugendlicher, das zocke ich jetzt nochmal. Und ich finde es auch irgendwie toll, muss ich gestehen, diese zum ersten Mal diese Verbindung der erweiterten Realität, dass du durchs Handy dein Pokémon siehst und so. Das ist schon irgendwie, glaube ich, eine ganz große Show. Und da hat Nintendo schon keinen schlechten Coup mitgelandet. Und das konnte man sehen, dass ja die Aktien irgendwie da, ich glaube, von 160 oder waren es von 120 auf 200 Dollar oder was von 160 auf 200 Dollar? Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall gab es einen großen Sprung für Nintendo nach oben. Und auch wenn die App ja momentan kostenlos ist, man kann ja, glaube ich, Pokéballs kaufen. Und auch später, wenn man das weiterspielen will, wenn ich das richtig verstanden habe, soll es wohl Upgrade-Kits geben. Mikrotransaktionen ist ja immer so ein Thema, was normalerweise gehatet wird wie sonst was. Und ich glaube, das ist dann einfach der nächste große Schritt. Ich habe heute noch gelesen, dass Pokémon Go auf Google den ewigen Platz Nummer 1 Porno in der Suche abgelöst hat. Und das sind ja alles so Sachen, das ist ja wirklich phänomenal, wie das einschlägt. Bei mir selber ist es jetzt so, ich bin 44 Jahre alt, als Pokémon rauskam oder als Zeichentrickserie lief,
war ich vermutlich 20 und eher feiernd unterwegs, sodass Pokémon vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Und auch heute jetzt würde ich sagen, im fortgeschrittenen Alter, im hohen Alter, ist dann einfach Pokémon überhaupt kein Thema mehr, weil es ist grundsätzlich ja schon eine Kinderserie. Entschuldigung, liebe Pokémon-Fans, aber es ist eine Serie für Kinder, vielleicht noch für Teens? Nein, eigentlich auch nicht, oder? Es ist eher eine Kinderserie und wenn man das so als Kind geliebt hat, ist das auch vollkommen okay, dass man da nostalgische Gefühle hat, so als Erwachsener. Das hätte ich ja auch, habe ich ja auch mit Kinderserien und so, die ich geliebt habe, die ich über Jahre geguckt habe und solche Geschichten. Dann ist es auch irgendwie okay, wenn man das heute liebt, aber so ein bisschen Verständnis für meine Situation, wenn du Twitter aufmachst und dich so ein bisschen über das Weltgeschehen informieren willst. Nein, das ist ja auch schon eine fremde Aussage. Aber wenn du Twitter aufmachst und im Allgemeinen mal rumgucken willst, was losgeht, und von 100 Tweets sind 98 Tweet Pokémon Go Tweets und du spielst selber kein Pokémon Go, kannst nichts mit Pokémons anfangen und willst auch nicht auf der Straße mit dem Handy so durch die Gegend laufen, um zu gucken, wo ist irgendeiner, dann nervt es ganz einfach. Ich finde, wo Pokémon Go eine Grenze gesetzt werden sollte, ist ganz einfach in dem, wo das Spiel, wo euer Spiel andere Leute beeinflusst und stört und diese Grenze überschritten wird. Ich finde, da sollte Pokémon Go stoppen. Da gab es die Tage Diskussion, ob das wirklich auf dem Friedhof gespielt werden dürfte, ob das am Mahnmal in Berlin gespielt werden dürfte. Noch schlimmeres Beispiel habe ich gelesen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich real ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber wenn, wäre es echt ein trauriges Beispiel, dass zum Beispiel in Auschwitz oder so Pokémons auch zu fangen wären. Also das wäre wirklich eine Megakatastrophe. Ich kann es jetzt nicht sagen, wie es mit öffentlichen Denkmälern ist und so, aber selbst finde ich, dass so ein Friedhofsbereich, ja, wo logischerweise eventuell ein Geist zu fangen sein könnte, fände ich es dann ganz nett, wenn es halt vorm Friedhof wäre und dann nicht vielleicht da, wo jemand wirklich gerade trauert, wo jemand wirklich gerade jemand verloren hat, wo wirklich gerade jemand gestorben ist, irgendwelche Leute rumlaufen und halt so machen. Ich finde, das ist halt irgendwie so ein Punkt, wo das Pokémon-Spiel irgendwie, eine Grenze überschreitet, andere Leute zu stören. In dem Moment, ich sage jetzt mal, wenn wir alle zu Hause sitzen, irgendwelche Baller-Games spielen, sei es jetzt Counter-Strike, in Zukunft Battlefield 1 oder von mir aus Watch Dogs 2 oder das Update, das DLC zu Witcher 3 und so weiter und so fort, dann sind wir alle in unserer eigenen Welt, wir gehen damit eigentlich niemandem auf den Sack, hoffe ich zumindest, und wir stören niemanden. Wenn das allerdings so natürlich ist, dass man dann so Sachen liest, wie da sind halt in New York, oder war es heute in New York, in Amerika war es auf einmal, das habe ich auf jeden Fall retweetet, wo irgendein bestimmtes seltenes Pokémon erschienen ist, wo alle wirklich sofort dann dahin und so Massenaufläufe, oder wo Leute, war es in Australien, man wird ja nur noch zugemüllt mit diesen Nachrichten, wo die sich wirklich gestört fühlten, wo in so einer kleinen Straße halt irgendwie dann nachts Scharen von Leuten ankamen, gegrölt haben, ihren Müll dagelassen, weil sie Pokémons gejagt haben und dann haben diese Anwohner die Pokémon-Go-Spieler wieder mit Eiern beworfen und so. Also Hallihallo. Ich muss sagen, ich glaube, dass es in 3-4 Wochen vorbei ist, dann ist der Hype, glaube ich, nicht mehr so riesig, aber das wäre halt so für mich der Punkt, wo es überschritten wurde und wo man dann vielleicht auch mal als App-Hersteller nachdenken muss, wo platziere ich jetzt diese Dinger? Oder wenn die Leute das im Auto spielen und davon abgelenkt sind, wo ja eh schon alle, fahr mal an der Autobahn irgendwie ein bisschen im Stau, jeder so, keiner guckt mehr auf die Straße, das ist ja schon fast normal geworden und vielleicht wird es dann nochmal schlimmer. Oder was ich mir auch vorstelle, dass zum Beispiel, wenn Kinder so Grenzen gesetzt bekommen, wie zum Beispiel, du gehst halt bis zur Straße X und da bitte nicht über die Hauptstraße, bitte weiter. Und die Kinder denken so, boah, da hinten aber noch 3 Straßen weiter in die Gegend, wo ich nicht gehen darf oder es ist zu weit vom Haus, meine Eltern weg oder wie auch immer. Da ist aber das Tolle, ich gehe dann doch mal rüber und so. Da finde ich die App dann schon echt verführerisch und verleitend und auch schwierig für Kinder zu handeln, beispielsweise. An für sich ist es sonst vom Spielprinzip toll. Ich glaube, dass wir von dieser erweiterten Realität noch eine Menge zu sehen bekommen. Ich sage an der Stelle jetzt schon mal, danke fürs Zuschauen. Das war mal so eine erste Einschätzung meinerseits, weil der Akku blinkt immens und wenn das gleich einfach ausgehen sollte, bin ich weg. So, ich muss auch sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ich muss auch sagen, dass sich meine Timeline jetzt nach der ersten Woche, nach dem Deutschland-Release, schon wieder so ein ganz klein bisschen beruhigt hat. Heute waren die Server down, habe ich vorhin gelesen. Das ist vielleicht auch jetzt der Fall. Ich wollte euch noch so gerne zeigen, im Moment kommt bei mir nur Made with Unity. Ich wollte euch noch so gerne zeigen, was für ein Pokémon ich gefangen habe. Und ich fand das von der Spielweise, ich starte es nochmal neu, ich fand das von der Spielweise auch zunächst mal irgendwie interessant. Also wirklich, dass man so, oh, da sitzt eins. Es ist so ein bisschen wie so ein Ghostbusters-Ding. Und da wäre die Frage, das habe ich gelesen, wer hat das gepostet? War das Corsair?
Die haben, glaube ich, gepostet, würdet ihr euch ein Dark Souls Go wünschen oder war es ein anderes Spiel? Wenn wir zum Beispiel irgend so ein Horrorspiel hätten, wo man dann auf einmal so durch seine eigene Wohnung läuft und auf einmal Geister sehen würde oder so, fände ich mega gruselig, würde, glaube ich, mega abgehen. Und ich glaube, dass Pokémon da einen tierischen Trend gesetzt hat. Da wird sicherlich eine Menge Müll auf uns zukommen, aber Nintendo jetzt mit dem App-Markt für sich entdeckt und direkt so einen bombastischen Erfolg gehabt, ich glaube, das wird halt noch einschlagen wie sonst was. Ich schätze jetzt mal, 75% von euch sind Pokémon Go Spieler. Glaube ich jetzt einfach, so scheint es mir auf jeden Fall. Allerdings bekam ich auch großen Zuspruch von Leuten, wo ich gesagt habe, ey, geht uns doch nicht alle so auf den Sack. Ja, es läuft leider nicht. Schade, ich kann euch nicht mein Pokémon zeigen. Ich weiß nicht, wie es hieß. Es war, glaube ich, ein kleines, dickes, grünes. Weiß jemand, wie das kleine, dicke, grüne Pokémon heißt? So, ich weiß es nicht. Jetzt wollte ich so viel sagen zu Moralwerten wie dem Friedhof. Anwohner werden gestört, Leute laufen vor Klippen und dann dieses schöne Gegenbeispiel, Leute gehen raus, haben so ein Happening, treffen sich, gehen mit Freunden irgendwie durch die Gegend. Rainer, der irgendwelche fremden Leute trifft, die sich dann gegenseitig helfen, hey, fahr mit uns in den Park, dann jagen wir das nächste und so. Das finde ich schon sehr faszinierend, wie die Community da zusammenarbeitet, dass sogar Leute, bei denen ich es nie gedacht hätte, hallo Krieger an der Stelle, dann abends mit Fössel losziehen, hallo Fössel an der Stelle, und dann irgendwie in der Düsseldorfer Altstadt Pokémons jagen. Ich weiß jetzt nicht, ob gerade jeder, so, Debitor heute auch, Debitor habe ich auch noch gesehen, wollte ein Pokémon Go Let's Play live draußen auf der Straße starten oder irgendwie sowas. Finde ich schon eine grandiose Bewegung. Ich glaube, in 4 Wochen ist der erste Hype auf jeden Fall vorbei. Es bleibt zu hoffen, dass Mikrotransaktionen so ein Ding nicht irgendwie platt machen. Und was ich mir wirklich wünschen würde, Erwachsene wissen vollkommen selber, was sie tun. Ich hoffe, dass das nicht irgendwas ist, wo man so einen Suchtstatus bekommt, dass irgendwie Kinder oder Jugendliche da irgendwie das letzte Taschengeld für rauswerfen oder eventuell dann wirklich, was weiß ich, über die Bahngleise rennen oder so, weil sie eine Abkürzung nehmen wollen und Oma eigentlich gesagt hat, sie dürfen da nicht hingehen oder so. Das wäre halt ganz schön. Eure Meinung zu Pokémon Go könnt ihr gerne in die Kommentare lassen. Ich werde es nicht spielen. Das war wahrscheinlich das einzige und das letzte Video zu diesem Thema auf meinem Kanal. Danke fürs Zuschauen. Jetzt endlich. Der Akku blinkt immer noch. So unglaublich. Haut rein. Ey, das war aber voll bei PewDiePie geklaut!